Jo Leute, herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen zu einer neuen AKF. Wir wollen ja dieses Jahr ein bisschen mehr AKFs machen und sind wir ein bisschen up to date. Wir sind jetzt hier auf dem Raps und heute geht es auch nur um den Raps in dieser Folge. Wir haben hier den Direktsaatraps, ich würde sagen die besseren von den beiden Beständen. Und zwar ja, war hier Weizen, Direktsaatraps und der Vorteil war hier, hier war halt noch Keimwasser, weil direkt nach der Ernte haben wir hier gedrillt. Hier war gut Keimwasser, sodass wir einen schönen Feldaufgang hatten. Bei der anderen Seite hatten wir die Zwischenfrucht und die hat tatsächlich viel Wasser geklaut, dass wir da schlechtere Feldaufgänge hatten. So, wir waren ja hier schon mit Gärresten und mit, was haben wir gemacht seitdem? Wir haben nochmal ein Gräserherbizid gefahren, wir haben nochmal ein normales Herbizid gefahren, damit hier diese zum Beispiel die Dings weggeht. Vogelmiere, hier kräuseln sich schon die Blätter und dann haben wir Flüssigdünger gefahren und da können wir auch gleich zum ersten Thema kommen, Thema Flüssigdünger. Was man zum großen Teil sieht und liest, ja, Flüssigdünger muss man verdünnen, damit das funktioniert, sonst hat man Ätzschäden und so, na, das Humbug, Leute, um ehrlich zu sein. Das kommt drauf an, mit der richtigen Düse zu fahren. Da gibt es zum Beispiel von der Firma Lechler, gibt es so richtig auch einen Düsenratgeber. Und da könnt ihr nachgucken, welche Düse ihr fahren wollt bei bestimmten Ausbringmengen. Ich fahre zum Beispiel eine FD-Düse, die macht so eine Art Fächer. Und das sind sehr, sehr grobe Tropfen. Ihr könnt dann auch nochmal selber auf der Seite zum Beispiel bei SKW Piesteritz nachgucken. Dort steht, bei welchen Tropfen es anhaftet und ab welchen Tropfen es abperlt. Wichtig ist zum Beispiel, dass das Substrat dann die richtige Oberflächenspannung hat und damit das richtig abperlt und nach unten läuft. Wir wollen ja nicht das Blatt düngen, sondern eigentlich den Boden und der soll es dann dementsprechend aufnehmen. Ansonsten wäre die Düngerkonzentration natürlich zu hoch, damit das auf Blatt ist. Wir bekommen dann Nekrosen. Ja, das kann man hier vereinzelt sehen. Zum Beispiel hier oder hier oder hier. Oder hier mal, ja, das ist auch völlig normal, aber das ist nicht weiter wild und das ist nicht ertragsrelevant. Wenn man aber jetzt mit einer super feinen Düse davor geht und das sozusagen oben rauf nebelt, ja, dann kann man sich schon mal den Bestand einmal kurz weglöschen, ne? Das ist wohl so. Deswegen, da muss man sehr, sehr aufpassen. Wichtig sind die Drücke. Ich fahre hier nur mit 1 Bar Druck. Das heißt, ich muss entsprechend so weit runter regulieren, dass ich wirklich diese groben Tropfen habe. Wenn ich größere Mengen fahren möchte, dann müsste ich eine gröbere Düse nehmen. Oder Jan zum Beispiel fährt eine 5-Loch-Düse. Die macht dann eher einen Strahl statt diesen Fächer. Halte ich inzwischen für, glaube ich, die bessere Variante. Das heißt, wenn ich nochmal die Wahl hätte, glaube ich, würde ich mir die 5-Loch-Düse kaufen. Ja, so sieht das Ganze jetzt hier also aus. Das ist der Rapsbestand. Der hat sich inzwischen richtig gut gemacht. Der ist schön homogen geworden. Man hat natürlich immer noch mal hier ein paar Nester, aber da wird auch nichts mehr kommen. Hier war halt ein Strohspat, was nicht richtig aufgenommen wurde, was man hier sieht. Und das bleibt, sowas bleibt natürlich auch frei, gar keine Frage. Aber alles in allem hat sich das jetzt hier schön verwachsen. Mikronährstoffe habe ich natürlich auch mitgenommen. Das heißt, die Pflanzen haben hier auch Bor und Mangan bekommen. Molybden auch noch. Genau. Und dann gucken wir einfach mal, glaube ich, uns die Pflanzen an. Also seht, ich will ein bisschen durchgehen mit euch, damit ihr einfach seht, ja, der Bestand ist homogen, gleichmäßig, aber ich will mir auch nicht zu sehr die Füße dreckig machen. Da haben wir direkt mal auf den Stein getroffen hier. So, wir haben ja letztes Mal gesehen, die Pfahlwurzel ist nicht ganz gut ausgeprägt, was auch zu erwarten war. Aber was wir hier auch sehen, hier überall sind weiße Wurzeln, das heißt, der Boden wird jetzt durchwurzelt. Und der Stickstoff wird auch aufgenommen. Ja, wir sehen hier schön viele feine Wurzeln. Das ist natürlich ein sehr guter Indikator. Auch eine gesunde Rapspflanze, wie gesagt. Ein paar kleine Nekrosen haben wir am Rand. Aber oben ist alles schön frisch und jung. Jetzt muss man natürlich hingehen und auch regelmäßig jetzt nicht nur in der Gelbschale gucken, sondern auch hier bei den Knospen reingucken, ob eventuell Käfer sind, ja? Das ist nicht nur der Rapsglanzkäfer, der hier gefragt ist. Unter anderem haben wir dann auch den gefleckten Kohltrübrüssler und den Rapsstängelrüssler, die wir jetzt hier wirklich beobachten müssen. Und da kann man auch mal gucken, ob die auch nicht in der Pflanze sind. Mir wurden nämlich leider auch meine Gelbschalen entwendet, aber das ist nun mal so. Aber wie ihr seht,
Käfer haben wir erstmal nicht gefunden. Ich habe ein paar gefunden gehabt, als ich am Wochenende mit Anton hier unterwegs war. Da waren ein paar drinne. Und was wir hier natürlich sehen, sind auch schon die Knospen. Das heißt, der Raps hat natürlich zum Teil jetzt schon Knospen gebildet. Können wir euch natürlich weiter zeigen. Der hat hier oben natürlich die Hauptknospe gebildet. Und hat natürlich hier unten aus den Achseln kommen noch die Nebentriebe. Und das ist auch ganz wichtig, dass er jetzt eine gute Nährstoffversorgung hat, damit er auch möglichst viele Nebentriebe noch bildet. Der Vorteil hier von Einzelkorn war natürlich, wir hatten eine ganz andere Pflanze schon im Frühjahr. Und wir hatten natürlich schon viel, viel mehr Seiten- und Nebentriebe. Die müssen sich jetzt natürlich hier erst bilden. Im Gesamten würde ich wohl, wenn ich nochmal Direktsaat mache, und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren passieren, Direktsaat-Raps, viel früher. Ich glaube, viel, viel früher das Ganze, weil der ist viel langsamer in der Entwicklung. Das ist aber auch das, was alle anderen sagen. Der ist langsamer in der Entwicklung, macht den möglichst früh. Ging letztes Jahr nicht, aber in Zukunft würde ich das so machen. Und auch das mit den Begleitsaaten hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Deutlich früher machen, damit sich da noch eine richtige Biomasse bildet. Wie gesagt, darauf gilt es jetzt erstmal zu achten. Die größte Gefahr jetzt hier im Frühjahr sind einfach die Käfer. Wenn er jetzt gut versorgt ist, und vorerst ist er gut versorgt, der Raps hier, der hat 100 Kilogramm Stickstoff gekriegt zum Start. Dann hat er noch Admin und. Das heißt, der kriegt hier am Ende nochmal 30, 40 Kilo jetzt nachher zum Schossen und dann ist er auch schon fertig. Mehr ist in der Regel nicht notwendig jetzt hier bei mir, bei meinen Ertragswartungen, und mehr geht auch dieses Jahr jetzt nicht. Wegen der hohen Admin-Werte, beziehungsweise wegen der Admin-Werte, die wir haben. Genau, und dann gucken wir uns jetzt nochmal die andere Seite an. Ich habe auch da natürlich schon Gräser behandelt. Müsste ich nochmal nachgucken, aber das war ungefähr vor, ich sag mal, 8 Tagen. Gräserherbizide wirken ja schon sehr, sehr langsam. Wenn man jetzt zum Beispiel hier, ich habe ja auch hier das direkt am selben Tag behandelt, ne? Aber man merkt schon, es wird schon leichter rauszuziehen. Das ist schon so ein Indikator. Und wenn man die Pflanze ausgräbt, müssen wir uns gleich mal eine andere suchen, wenn man die Pflanze ausgräbt, dann hört es langsam auf, dass man da weiße Wurzeln findet. So, wie man hier sieht, ich habe ja euch das am Raps gezeigt, der hatte weiße Wurzeln, hier sind jetzt keine weißen Wurzeln mehr, da hier ist nochmal eine, weil wir natürlich auch kühle Temperaturen haben, wirkt das Mittel auch relativ langsam. Wichtig ist aber, dass die Pflanzen jetzt halt aufhören zu wachsen und den Raps da so die Nährstoffe wegnehmen. Und der sozusagen jetzt seinen Konkurrenzdruck oder seine Konkurrenz besser ausspielen kann. Und das hat er jetzt hier und auch alles andere mit Kamille, Schiefmütterchen, das geht nun auch weg. Das habe ich auch Anfang dieser Woche jetzt behandelt. Man hätte das gleichzeitig auch mit dem Gräsermittel machen können. Ich hatte das Gräsermittel, ich hatte aber das andere Herbizid für Zweikeimblätterige noch nicht da und ich wollte schnellstmöglich die Gräser dann bekämpfen. Und deshalb bin ich da sofort losgefahren und habe das gemacht. Jo, jetzt fahren wir zu der anderen Rapsfläche und dann wartet das auch schon wieder für diese Folge. So, jetzt sind wir hier auf der Fläche nach der Zwischenfrucht, wo der Feldaufgang auch schlechter war. Und ich würde das so in der Form auch hier nicht nochmal so machen. Also Zwischenfrucht ja, aber das mit der Gerste, die sah halt im Herbst deutlich schwächer aus, sodass ich gedacht habe, die kannst du entspannt im Frühjahr bekämpfen. Aber die kam jetzt im Frühjahr in den kalten, kühlen Temperaturen. Im Januar gab es doch viel Vegetationszeit. Da ist sie wirklich ein bisschen vorangeprescht und das gefällt mir nicht. Ich hatte ja in der letzten normalen Folge gefragt, wie die Leute das mit Kerb sehen in der Direktsaat. Haben auch einige geschrieben, dass sie es machen. Kerb in Direktsaat funktioniert gut. Demzufolge würde ich das dann auch in Zukunft so machen, dass der Bestand sauber ist und dass wir keine weiteren Probleme haben. Also die Gerste geht jetzt hier auch die Tage weg. Da dürfte die Vegetation auch aufgehört haben. Und dann setzt sich der Raps hier auch ganz klar durch. Ich habe gedacht, ich habe da eben einen Käfer gesehen, aber da war keiner. Ist natürlich so sehr lückig, das würde ich in Zukunft natürlich versuchen, deutlich besser hinzubekommen, ganz klar. Also der ist jetzt nicht extrem zufriedenstellend, was aber ganz gut ist. Überall sind gleichmäßig verteilt Pflanzen, also es gibt wenig Nester, wo gar keine Pflanzen sind. Das heißt, der kann da was kompensieren, aber optimal ist es natürlich nicht. Wie gesagt, Dünger ist erstmal drauf, auch Mikronährstoffe, behandelt ist gegen Gräser und Breitblättrige, Zweikeimblättrige. Und dann müssen wir jetzt einfach hier abwarten und den so ein bisschen warme
Temperaturen geben, damit es vorangeht. Wichtig ist aber dafür noch zu sagen, wir sind halt hier in Mecklenburg-Vorpommern und das ist hier kalt. Und das ist hier wirklich über die Tage viel und lange kalt. Und wir haben gerade mal so Tage, die gehen bis 9 Grad hoch. Ich war jetzt vor kurzem auch in Sachsen-Anhalt und war auch zum Beispiel bei Jan durchgefahren in Brandenburg. Und gefühlt sind die Bestände 2 Wochen vor uns. Und das sind eigentlich immer die 2 Wochen, die eigentlich das ganze Jahr voraus sind. Und da sind jetzt schon mal Temperaturen bis 15, 16 Grad. Die haben wir hier einfach noch nicht. Und deswegen sind die Bestände hier auch im Frühjahr so verhalten und so langsam. Und das braucht auch wirklich, also ich sag mal, dieser Bestand in 2 Wochen bei warmen Temperaturen sieht natürlich deutlich anders aus als jetzt. Jetzt ist halt wichtig, jetzt hatten wir noch mal 2 Nächte Nachtfröste. Es ist halt wichtig, dass die Sonne kriegt. Wärme kriegt, Wasser und Nährstoffe sind halt da und dann kann der loswachsen. Aber auch durch die Feuchtigkeit im Boden, und es ist ja viel, viel Feuchtigkeit, also ihr seht das ja hier auch, ein paar Spuren haben wir auch reingefahren mit dem Güllefass. Ja, was heißt Spuren reingefahren? Aber man sieht halt, dass wir hier gefahren sind. Und es ist ja so, bleibt der Boden auch lange kalt. Das heißt, bisher muss ja auch mineralisieren, die Wurzeln müssen ja auch richtig wachsen können. Und das dauert einfach ein bisschen. Und dann kann man das nicht immer vergleichen, wenn einige schreiben, ja, dein Raps sieht ja schlecht aus, bei uns ist der schon am Blühen oder was weiß ich. Und da muss man wirklich das in Bezug nehmen, wie weit ist der denn hier in der Region. So, und mit den Drillsaatbeständen sieht das alles ungefähr ähnlich aus. Die Einzelkornbestände sehen hier mit Abstand in der Region am besten aus. Ja? Und da bin ich auch weit davon angetan. Raps-Einzelkorn ist einfach maßgeblich, glaube ich, für die Zukunft im Ackerbau. Jo, würde ich sagen, das war's. Vielleicht noch ein kurzes Thema zur Flüssigdüngung. Flüssigdünger hat halt mega viele Vorteile. Es ist diese ganz genaue Applikation, dadurch, dass du auf dem Düsenstock dieselbe Breite hast und dieselbe Tropfchengröße und du hast halt nicht wie beim Schleuderstreuer irgendwie ein überlappendes System. Das heißt, ein Schleuderstreuer schmeißt ja von hier bis zur nächsten Fahrgasse und von der nächsten Fahrgasse wieder zurück. Und damit erhält er halt eine gleichmäßige Verteilung. Wenn jetzt zum Beispiel Faktor Wind kommt, Wippen, Schwanken, Löcher, egal was, ist die Spritze schon überlegen oder ein Pneumatikstreuer, zum Beispiel wie ein Rauch AGT oder ein Aero. Die haben den riesen Vorteil, die sind natürlich in Sachen Applikation genauso gut wie eine Spritze, aber teuer. Und eine Spritze hat ja so ziemlich jeder konventionelle Betrieb auf dem Hof. Das heißt, ich habe schon mal die Voraussetzung, Flüssigdünger zu fahren und diese Applikation zu machen. Und der Trend geht einfach auch hierhin, auch bei einigen vielen Betrieben. Ich lasse nur noch die Spritze laufen. Ich kann tagsüber oder jetzt, wenn es windstill ist, kann ich Pflanzenschutzmaßnahmen machen. Und sollte es nachher auffrischen, kann ich direkt mit Flüssigdünger weitermachen. Ich habe halt eine Maschine, die kann ich kontinuierlich fahren lassen. Wenn es dann abends wieder dunkel wird oder wenn es abends wieder windstiller wird, hier zum Beispiel kann man in den letzten Jahren nur noch nachts spritzen, weil es permanent windig ist. Also jetzt haben wir hier gleich 9 und meistens so gegen 10 wird der Wind dann richtig frisch. Und dann brauchen wir auch hier nicht mehr hoffen, dass wir hier irgendwas können mit Pflanzenschutzmittel. Und so kann man eigentlich, man hat eine höhere Planungssicherheit für eine Maschine. Und genauso ist es auch mit dem Schleuderstreuer hier in der Region. Das heißt, haben wir auch in den letzten Jahren gehabt. Man fängt an mit dem Schleuderstreuer, 9 und 10, scheiße, zu windig. Da fahren alle erstmal nach Hause, kommen 17 Uhr wieder, 18 Uhr, damit es windstiller wird. Und all das habe ich mit dem Flüssigdünger nicht, weil ich habe keine Abdrift durch die großen Tropfen. Das heißt, ich kann im Regen fahren, sofern es die Bedingungen zulassen. Das heißt, ich kann bei Wind fahren, bei Sturm fahren. Das ist alles kein Problem. Die Tropfen sind so groß, dass sie nicht abdriften und ich habe immer eine gute Applikation. Und je nachdem, welche Teilbreitenschaltung ich habe, bis hin zur Einzeldüsenschaltung, habe ich einfach perfekte Applikation. Also da gibt es nicht wenig, was dagegen spricht, gegen den Flüssigdünger. Wie gesagt, das mit den Nekrosen muss man gut im Griff haben, das heißt, die Drücke müssen passen. Dann ist die Frage, wie lagere ich das? Jan zum Beispiel hat eine coole Idee mit diesem Abwassersack, den er sich da gekauft hat. Das ist günstig und man darf es just in time nutzen. Das heißt, man bekommt das hingefahren und darf das wieder leer fahren. Jan zum Beispiel hat einen mit 50.000 Liter. Da gehen knapp 65 Tonnen Dünger rein. Das ist natürlich eine Menge. Den gibt es auch mit 10.000, den gibt es mit 25.000. Aber natürlich sind ganze LKWs immer erstrebenswert, also immer 20.000 Liter, was sie da bringen, ist natürlich erstrebenswert, dass man das so wegfahren kann. Und dann kostentechnisch liegt es meistens immer ein bisschen günstiger als ein Kass, aber an einem Harnstoff kommt man natürlich nicht ran pro Kilo Stickstoff. Dafür haben wir aber hier eine gute Applikation, gleichmäßige
gleichmäßige Aufnahme und, und. Wenn ich das Ganze mit Wasser fahren will, sagt SKW Piesteritz, guck gerne nochmal nach, 1:4 muss gemischt werden. Das heißt, ich müsste auf 20 Liter Flüssigdünger 80 Liter Wasser rauffahren. Und dann habe ich eine sehr, sehr geringe Konzentration. Aber dann kann ich natürlich auch Herbizide, Fungizide und alles mitnehmen. Und laut SKW kommt es dann nicht mehr zur Nekrosenbildung, beziehungsweise kommt es dann nicht mehr zu Ätschäden. Ich persönlich habe es aber noch nicht ausprobiert in diesem Verfahren, weil dann muss man das natürlich auch lagern können, weil ich kann ja nicht immer für 500 Liter oder so zur Annahme fahren, mir die holen, damit Wasser auffüllen. Das ist ein Riesenaufwand, deswegen fahre ich das Ganze in getrennt, aber theoretisch wäre es so möglich. Und dann gibt es auch eine Aufnahme übers Blatt, gar keine Frage. Dann kann man sicherlich einen Bestand nochmal gut pushen. Jo, das war's erstmal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich fahre jetzt direkt weiter und drehe die Aufnahmen für den Weizen und die Gerste. Bis dann.